Es ist der 3. April 2020. Wir stehen mitten auf der Straße vom Autohaus Klein. Ja, es ist Corona-Zeit, die Geschäfte sind geschlossen, auch das Autohaus Klein, nur die Werkstatt hat geöffnet. Aber der Verkauf läuft weiter, nämlich online. Genau. Sind nach wie vor von 9 bis 18 Uhr für Sie erreichbar, dann eben über den Telefon- oder E-Mail-Weg. Ja, das ist ein elektrisches Auto. Du bist Tobias Klein, ich stelle dich mal kurz vor für alle. Da steht ein E drauf, das heißt also, das ist ein vollelektrischer. Ist in dem Fall ein vollelektrischer. Also wir haben ja auch schon recht gute Reichweitenwerte erzielt. Das Fahrzeug hat eine Batterie mit einer Kapazität von 64 Kilowattstunden und packt bis zu 452 Kilometer rein elektrisch. 452 Kilometer. Jetzt haben ja einige Leute bereits schon mal ausprobiert. Das Ganze ist sehr stark abhängig von der Außentemperatur, muss man sagen. Also man rechnet mit einem Drittel weniger Reichweite, wenn es sehr kalt ist. Die Außentemperatur spielt auf jeden Fall mit einer Rolle, wobei Kia hier mit einer Batterieheizung ein bisschen entgegenwirkt. Also, aber es ist so, man kommt nicht ganz so weit, wenn es kalt ist, oder? Das auf keinen Fall. Aber wir können hier trotzdem, sage ich mal, glaube ich, ein bisschen weniger als 30% abziehen. Genau, ein bisschen weniger als 30%. Das heißt auch, damit es kalt ist, Batterie ist voll, um die 300 Kilometer, ansonsten über 400 Kilometer. Das kriegt man auch hin, denn Leute, die elektrisch fahren, die fahren üblicherweise immer sehr sparsam. Wenn man nicht gerade ein kleines Kind daneben sitzen hat und mal kurz an der mal Gas geben will, denn die gehen ab wie Schmitz' Katze. Also von der Leistungsentfaltung her absolut krass, weil wir, sage ich mal, vom Gefühl her 250 Benzin PS haben. 250? Bestimmt. Also ich kann gerade auf einem 0 auf 100 Sprint einiges an der Ampel neben mir stehen lassen, wobei die Fahrzeuge dafür ja nicht gedacht sind. Ja, man muss aber sagen, da wird nicht geschaltet, sondern der geht im Prinzip wie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, wie so ein Elektroauto. Was man irgendwie kennt, so ein Spielzeugauto, was Vollgas gibt. Ja, hier haben wir, oh mein Gott, wir haben überhaupt keinen Kraftstoffverbrauch. Was ist denn da los? Na gut, also wir geben hier eben den Kilowattstundenverbrauch an, der liegt kombiniert bei 15,7 Kilowattstunden. Wobei unser Verkaufsleiter, der Herr Dämmerle, der ist wirklich affin in dem Thema. Der fährt das Fahrzeug, glaube ich, um die 13 Kilowattstunden. Das heißt also, das sind kW pro 100 Kilometer, Kilowattstunden genau, pro 100 Kilometer. Und das hier sind wie viel? Jetzt 15,7, wobei wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass es beim Elektroauto nicht unbedingt so ist, dass man, sag ich mal, wie beim Benzin den Liter draufrechnen muss. Hier kann man wirklich das Ganze noch unterbieten. Das kann man. So, das Auto wird aufgeladen. Da haben wir, glaube ich, ein extra Video schon zu gemacht. Das könnt ihr aufrufen. Es geht jetzt hier darum, das Auto steht zum Verkauf, denn euer Laden ist ja geschlossen. Die Leute können im Moment nicht beraten werden, nur am Telefon und per Chat, aber nicht persönlich. Genau, aber wir haben ja die Fahrzeuge fast und wir haben mittlerweile jedes Produkt komplett abgefilmt. Also Sie können die Fahrzeuge gern dann bei YouTube mal virtuell anschauen und ansonsten können wir auch mal kontaktlose Probefahrten ausmachen und die Angebote per Mail abwickeln. So, wie er jetzt hier ist, genau dieser hier, ja, der steht jetzt hier für 41.990 Euro. Das ist der Hauspreis von euch, aber du hast mir erzählt, ihr kommt den Leuten ein bisschen entgegen in der Corona-Zeit, da ist noch ein bisschen was drin. Am besten mal anrufen, nachfragen. In welcher Zeit seid ihr denn telefonisch erreichbar? Also wir sind von 9 bis 18 Uhr nach wie vor erreichbar. Es wird immer ein Verkäufer für Sie als Ansprechpartner da sein. Und dann können wir die Preise nochmal individuell gestalten. Ja, muss auch sagen, die Werkstatt ist geöffnet. Ihr habt viel zu tun in der Werkstatt, zum Glück. Aber beide Läden sind ja geschlossen. Das ist auch wichtig so. Die Gesundheit geht vor. Das Auto könnt ihr jetzt haben, ein vollelektrischer. Wenn man den gewerblich nutzt, hat der natürlich den Vorteil 0,25% Versteuerung. Die Gewerblichen werden wissen, was das heißt. Wenn ich ihn als Dienstwagen nutze, muss ich weniger versteuern, nur ein Viertel. Genau, das ist natürlich für Gewerbetreibende vielleicht nochmal ein kleines Bonbon, sich für so ein Fahrzeug zu entscheiden. Ansonsten habe ich eine Planungssicherheit, weil ich einfach eine alternative Antriebstechnik kaufe, wo die Politik die nächsten Jahre eigentlich nichts gegen sagen kann. Ja. Steuerfrei? Ist er steuerfrei? Das heißt, die Kfz-Steuer? Ist steuerfrei, ja. Die steuerfrei. Wird rein am CO2-Ausstoß bemessen und das Fahrzeug hat auf der Straße so gesehen keinen. Super, vielen Dank. Also wenn ihr wollt, kommt zum Autohaus Klein. Ihr seid im fünften Jahr jetzt Kia-Partner und ruft am besten mal an und löchert mal den Tobias oder den Peter Dämmerle oder die anderen Kollegen und die machen euch mal einen guten Preis in der großen Corona-Krise. Vielen Dank, Tobias. Dankeschön.